Unser schönes Bundesland Rheinland-Pfalz ist reich an Kultur und steckt voller Überraschungen. Heute bringen wir Schloss Stolzenfels bei Koblenz zu Ihnen nach Hause. Gegensätze ziehen sich an. Das zeigt auch die Entstehung von Schloss Stolzenfels. Sie kam aus Bayern, er war Preuße durch und durch. Stolzenfels, ihr Märchenschloss. Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. Ließ auf der Ruine nach den Plänen des Architekten Karl Friedrich Schinkel das Schloss bauen. Rein Romantik pur? Ja, auch. So ganz nebenbei wollte man auf der Burg auch zeigen, was handwerkliche Kunst am Mittelrhein drauf hatte. Frei nach dem Motto, nicht kleckern, sondern klotzen. Und bald sehen wir uns wieder auf Schloss Stolzenfels. Wir freuen uns auf Sie.